Boah, ist gut geschlafen. Wenn du dich wunderst, wie du auch so gut schlafen kannst, oder was in deinem Gehirn passiert, wenn du zu wenig schläfst, dann bleib jetzt dran, denn ich habe mich definitiv auch gewundert. Und ich drehe mich jetzt aber erstmal nochmal um. Blaues Wunder erleben, Blue Wonders. Video, YouTube-Video, ihr wisst schon, was los. Roll the Intro. Wir verbringen so ungefähr ein Drittel unseres Lebens schlafend. Meistens im Bett. Manche Menschen mehr, manche weniger. Man könnte den menschlichen Körper auch ein bisschen mit einem Akku vergleichen. Irgendwann ist die Energie aufgebraucht und muss über mehrere Stunden aufgeladen werden. Und das Aufladen, also das Schlafen, ist für unseren Körper, vor allem für das Gehirn, extrem wichtig. Aber dazu später mehr. Tipps, wie man seinen Schlaf verbessert oder besser einschläft, gibt es im Internet und auch hier auf YouTube ziemlich viele. Und wenn du Probleme mit dem Schlafen hast, wirst du wahrscheinlich auch alle schon mal gehört oder sogar schon ausprobiert haben. Daher mache ich in diesem Video auch keine Liste mit den Dingen, die helfen könnten oder an die man auch selber hätte denken können, sondern ich gebe euch hier eher Ratschläge, die bei mir funktioniert haben und die ihr auch einfach mal ausprobieren könnt. Bevor ich euch dieses Stillblue-Geheimwissen weitergebe, möchte ich aber vorher erstmal klären, was mit dir, deinem Körper und deinem Gehirn passiert, wenn du lange wach bleibst oder deinem Körper über längere Zeit zu wenig oder noch schlimmer, vielleicht sogar gar keinen Schlaf gönnst. Und ja, dieser Part ist speziell für ein paar Leute auf meinem Discord-Server gedacht. Link ist in der Videobeschreibung. Die gerne mal sehr lange wach bleiben oder von den wenigen Stunden berichten, die sie geschlafen haben. Ich will jetzt nicht unbedingt Namen nennen und das anprangern und finde das auch nicht unbedingt schlimm. Jeder muss da selbst seine Erfahrungen mitmachen. Aber ihr seid der Grund, warum ich das Gefühl habe, dass viele Menschen gar keine Ahnung haben, was so im Gehirn oder mit dem Körper passiert, wenn man zu wenig schläft. Früher war ich auch öfters mal nächtelang wach. Meistens war ich feiern. Ich meine, ich bin in Berlin groß geworden, das sollte schon einiges erklären. Es ist also nicht so, dass ich nicht weiß, wovon ich rede und keine Erfahrungen mit Schlafentzug habe. Eigentlich genau deswegen und weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, weiß ich auch, was mit uns passiert, wenn wir nicht genug oder zu wenig oder sogar gar nicht schlafen. Und wie du vielleicht jetzt schon rausgehört hast, es ist nicht gut, wenn du zu wenig schläfst. Genauso wie ein Akku, mir gefällt irgendwie der Vergleich, gehst du langsam kaputt, wenn du nicht oft genug und auch immer voll lädst. Kennst du das Zitat, schlafen kann ich, wenn ich tot bin? Das hast du bestimmt schon mal irgendwo gehört. Naja, das kommt von Werner Fassbinder, einem deutschen Director und Filmproduzenten, und der ist im Alter von 37 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Der Körper und vor allem das Gehirn benötigen diese Ruhephase, in die sie eintreten, wenn du schläfst. Und beide brauchen auch die ganzen 8 Stunden. Nicht 6 oder sogar nur 4, sie brauchen beide 8 Stunden. Auch sogenanntes polyphasisches Schlafen macht keinen Sinn. Kleine über den Tag verteilte Mittagsschläfchen, um dann nachts weniger schlafen zu müssen, ist nicht gesund und wirkt auch dem, was ich jetzt gleich erklären werde, nur negativ entgegen. Um das jetzt vereinfacht und bildlich zusammengefasst zu erklären, dein Gehirn sammelt über den Tag lang einige Abbauprodukte an. Für die Nerds unter euch, man kann sich das wie einen Zwischenspeicher, also einen Cache, wobei ich das ganz gerne als Cache ausspreche, keine Ahnung warum, ist ja auch egal. Auf einem Computer sammeln sich über die Zeit einige Daten an, die Platz im Speicher beanspruchen, aber nicht gebraucht werden. Um die Performance vom System zu erhalten, sollte man diese regelmäßig löschen. Und genau so ist das auch im Gehirn. Die Abbauprodukte, ich nenne es jetzt mal Müll, dieser Müll im Gehirn möchte ganz gerne abgeholt werden. Und das wird er auch. Und zwar nachts, während du schläfst. Wenn du nicht genug schläfst, dann wird dieser Müll nicht abgebaut und verbleibt bis zum nächsten Tag. Wenn du das dann wiederholst, dann kommt der neue Müll auf den alten Müll drauf und der ganze Müll kann dann wieder nicht richtig abgebaut werden. Ein Teufelskreis. Und wie man sich bestimmt vorstellen kann, fängt älterer Müll auch irgendwann an, heftig zu stinken. Ich denke, du verstehst, was ich damit meine bzw. sagen will. Und ganz ehrlich, wer will schon Abbauprodukte bzw. Müll im Kopf haben? Der Müll von einem Tag, also wenn du 24 Stunden lang gar nicht schläfst, das wirkt sich noch nicht so schlimm auf das Gehirn aus. Ich denke, jeder von euch hat das schon mal gemacht, beziehungsweise durchgemacht. Get it? Wegen, egal. Dass man nach 24 Stunden lang wach bleiben müde ist, ist klar. Aber auch die neurokognitiven Fähigkeiten verschlechtern sich deutlich. Diese brauchen wir eigentlich dazu, um Informationen, die wir von außen kriegen, in unserem Gehirn zu verarbeiten. Aber da liegt ja noch der Müll von gestern rum.
Nach 24 Stunden verschlechtert sich etwa unser Langzeitgedächtnis und unsere Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer. Man kann sich schlechter konzentrieren, reagiert langsamer, ist leichter reizbar und Risiken machen uns nicht mehr so viel aus. Nochmal 24 Stunden später, also nach 48 Stunden wach bleiben, geht es dann nur noch bergab. Der Körper läuft ungefähr nur noch so auf 50% seiner eigenen Leistungsfähigkeit. Er schaltet auf Stress, was sich dann auch in körperlichen Symptomen zeigt. Der Herzschlag wird schneller und der Blutdruck steigt. Außerdem sinkt die Körpertemperatur. Es fällt uns schwerer, uns sprachlich klar auszudrücken. Wir vergessen mehr Worte, machen Satzbaufehler oder verlieren den... Was wollte ich gerade sagen? Oder wir verlieren den Faden. Das Gehirn versucht dann oftmals durch Sekundenschlaf wenigstens ein bisschen von dem Müll abzubauen. Wie man vielleicht schon bemerkt hat, sollte man schon nach 24 Stunden wachbleiben nicht mehr ins Auto steigen. Man gefährdet dadurch nicht nur sich, sondern auch die anderen Straßenverkehrsteilnehmer. Also bitte, wenn ihr länger wach bleibt, steigt nicht mehr ins Auto. Wir gehen der Interesse halber mal nochmal 24 Stunden weiter. Wer 72 Stunden lang nicht geschlafen hat, mit oder ohne Hilfsmittel, der ist stark benommen und weder wach noch schlafend. Wer es überhaupt so lange aushält, ohne fremde Hilfe ist das übrigens kaum möglich, erlebt jetzt Halluzinationen. Auch Angstzustände, Paranoia oder Verstimmungen sind möglich. Ich kann nur jedem davon dringlichst abraten, so lange wach zu bleiben. Die Schäden, die der Müll dort hinterlässt, können im schlimmsten Fall nicht mehr rückgängig gemacht werden. Obwohl, so wirklich bewiesen ist das noch nicht. Es gibt da auch diesen Dude hier. Der Brite Tony Wright blieb 2007 für ganze 11 Tage, 11 Nächte und 2 Stunden lang wach. Laut eigener Aussage hat er davon keine Langzeitfolgeschäden erlitten. Aber er hat während seines Experiments alle Symptome, die ich gerade beschrieben habe, gezeigt. Und ich denke auch, die 11 Tage waren auf keinen Fall angenehm. Um das jetzt abzuschließen, ich denke, du hast verstanden, warum der Schlaf für das Gehirn und den Körper extrem wichtig sind. Falls nicht, schreib's mir in die Kommentare, ich kann auch nochmal ein Video machen und das noch genauer erklären. Was also kannst du tun, um ein bisschen länger und vor allem auch besser zu schlafen? Du könntest dich zum Beispiel im Internet informieren und das solltest du bei Schlafproblemen auch tun, denn es gibt viele Dinge, die man da tun kann. Die Dinge, die ich dir jetzt empfehlen werde, helfen bei mir. Dass sie auch dir helfen, kann ich dir leider nicht garantieren. Probier es aus und schreib mir dann später in die Kommentare, ob es funktioniert hat oder nicht. Als allererstes, ganz wichtig, auch wenn ich es schon in den anderen Videos mehrfach erwähnt habe, geht nicht mit eurem Handy ins Bett. Wenn ihr es nicht als Wecker braucht, dann lasst es nicht in der Nähe von eurem Bett liegen. Ich persönlich mache immer so ungefähr eine Stunde vor dem Schlafengehen eine Bildschirmpause. Also den Fernseher, den PC oder den Handybildschirm nicht mehr lange anschauen. Man kann sich in dieser Zeit auch bettfertig machen oder duschen. Wichtig an diesem Tipp ist, sich nicht mit dem Handy oder dem Laptop ins Bett zu legen. Glaubt mir, euer Schlaf wird sich definitiv verbessern. Probiert's einfach mal aus. Kleiner Bonustipp, mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen kein TikTok oder Instagram mehr benutzen. Sonst kann das hier passieren. Chicken wing, Hotdog and Bologna. Wenn du schlecht einschlafen kannst, weil deine Gedanken sich im Kreis drehen und du keine Ruhe bekommst, dann hilft es, wenn du dir deine Zukunft schön ausmalst und dir vorstellst, was du gerne alles haben oder auch was du gerne mal erreichen möchtest. Das ist jedenfalls besser, als über die Vergangenheit nachzudenken. Man sollte versuchen, sich etwas Angenehmes vorzustellen und nicht über Probleme nachzudenken. Zumindest klappt das bei mir öfters. Was auch hilft ist, wenn du die Vorstellungskraft deines Gehirns zu deinem Vorteil ausnutzt. Ich habe es dadurch sogar schon öfters geschafft, luzid zu träumen. Da folgt in der nächsten Zeit auch ein Selbstexperiment hier auf dem Kanal. Daher kannst du gerne abonnieren und auch die Glocke bitte nicht vergessen, damit du dieses Video nicht verpasst. Aber zurück zum Thema. Dein Gehirn kann sich so gut wie alles vorstellen. Nutze das aus und stell dir einfach vor, wo du gerade sein willst, was du tun willst. Du kannst dir alles vorstellen, einfach was du möchtest, was du schön findest. Und dann lass dich in dem Gedanken fallen. Ich schlafe dann meistens super schnell ein und schaffe es dann auch öfters mal zu träumen und den Traum sogar zu steuern. Wichtig ist dabei auch, du bist im Bett, um zu schlafen, nicht um nachzudenken. Das bedeutet, nimm dir kein komplexes Thema. Stell dir einfach irgendwas Simples, Schönes vor, einen Ort, wo du sein möchtest. Nimm dir am besten auch vor, dass du nicht nachdenkst, dann solltest du im Idealfall auch nicht zu viel nachdenken. Ich kann am besten in kalten Räumen pennen, mit so wenig Licht und mit so wenig Geräuschkulisse wie möglich. Da ist aber jeder anders. Genauso wie bei was man anzieht beim Schlafen, was für einen selbst am besten ist, das muss jeder selbst herausfinden. Ein weiterer hilfreicher Tipp ist, sein Bett tagsüber nicht zum Chillen zu nutzen. Wenn das möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, dann macht euch eine Tagesdecke darüber. Man schläft in einem sauberen, am besten noch frisch gewaschenen Bett einfach besser. Oder besser gesagt, ich schlafe da besser drin. Vielleicht ist da ja auch jeder anders.
Und als letzten Tipp würde ich dir die Regelmäßigkeit empfehlen. Wenn du mal eine Zeit lang zu einer bestimmten Zeit, zum Beispiel um 12 Uhr nachts, schlafen gehst, dann wirst du früher oder später auch um diese Zeit müde. Und wenn du dann ins Bett gehst, schläfst du auch besser ein. Das klingt jetzt erstmal blöd und wie so ein Tipp von Mami, aber naja, was soll ich sagen, es funktioniert halt einfach. Jetzt habe ich so lange drüber geredet, wie man besser schläft und bin direkt müde geworden. Reicht jetzt auch mit den Einschlaftipps. Ich habe dieses Video extra so gestaltet, dass man es auch zum Einschlafen verwenden kann. Aber wenn, dann bitte ohne Bildschirm und nur hören. Wenn du auch noch eigene Tipps zum besser Einschlafen hast, schreib sie gerne direkt in die Kommentare. Vielleicht gibst du ja jemandem genau den Tipp, den er braucht. Wenn du gerne lange wach bleibst, schau doch mal bei den lieben Leuten auf meinem Discord-Server vorbei. Da ist um jede Zeit bestimmt noch irgendjemand wach. Mich erreichst du da allerdings nicht nachts. Wenn du Bock hast, den Kanal ein bisschen zu unterstützen, dann schau doch mal auf www.stillblue.de vorbei. Ich habe gerade neue Mützen hinzugefügt. Das sind nicht die hier, sondern ein neuer Style von Mützen. Guck doch mal rein, vielleicht gefallen sie dir ja. Hier kommst du jetzt noch zu einem der anderen Videos. Special Thanks an die Blue Gang. Einfach nur so random. Vielen Dank an euch. Pass auf dich auf, bleibt gesund. Und wir hören uns dann wie immer beim nächsten Mal wieder. Reingehauen. Ist nur noch Outro jetzt, also du kannst auch wegklicken oder du guckst dir ein anderes Video an. Ey. Unterstützt ein bisschen den Kanal, schreib mir was Schönes in die Kommentare. Sag mir, ob du luzides Träumen lernen willst, kommt bald das Video. Hang on.